Wir sind die Klasse 10 aus der Gemeinschaftsschule Gotha. Wir haben uns mit dem Gebäude in der Helenstraße 4 beschäftigt und das Thema hieß Wohnen, Verhören, Musizieren. Die Helenstraße 4, das war ja am Anfang ein Wohnhaus. Zwischendurch war es dann sogar eine Bank, aber das Wichtige, worum wir uns vor allen Dingen gedreht haben, war eben halt das Stasi-Gebäude. Wir waren im Gotha Stadtarchiv, in der Heinrich-Heine-Bibliothek und in der Forschungsbibliothek Schloss Friedenstein. Wie war denn die Stimmung am 4.12.1989 bei Ihnen und vor Ort? Wir waren ja nun schon demonstrationsgeübt und rechnet damit, und so war es dann auch, dass eben alsbald sich da vor der Interhelenstraße immer mehr Leute sammelten. Und die wollten das Stasi-Gebäude ja stürmen. An manchen Punkten, die man dann hört, ist es manchmal auch sogar schon sehr ergreifend so, wenn es irgendwas Schlimmes ist oder was Trauriges, dann fühlt man auch mit. Und man versucht sich auch irgendwie in die Person hineinzuversetzen und auch in Gedanken so dabei zu sein bei der Demonstration. Und das ist schon manchmal echt krass. Neues, aber das ist falsch. Ja, aber das Dach, die von der Türe, das ist krass. Da gibt es enge Stellen, es gibt Schwierigkeiten. Zwei sind abgesprungen, bis auf die vier, die jetzt übrig geblieben sind. Das ist auch normal, da muss man drüber wegkommen. Und dann gibt es auch die Momente, wo man dann merkt, das macht ihnen jetzt doch ein bisschen Spaß. Oder im Nachgang zu sagen, ich habe was gelernt oder jetzt weiß ich Dinge besser, die hier in meiner Stadt passiert sind. Wir haben daraus gelernt, dass es sich lohnt, für seine Freiheit zu kämpfen. Weil Freiheit ist das Recht eines jeden.